So, der Schilling meldet sich zur Welt von Royal Quest. Heute werde ich einen Dungeon betreten und zwar die Katakomben. Ich wollte liebend gerne PvP machen, habe mich aber schon vor einer Stunde in etwa eine halbe Stunde lang angemeldet für das Battleground, das Schlachtfeld. Da ist leider nichts passiert. Ich werde es jetzt nochmal versuchen und zwar bei der Arena. Der Unterschied ist wohl, dass hier ein 3 vs 3 stattfindet und beim Schlachtfeld einfach, keine Ahnung, zigtausende Leute gegeneinander spielen. So, aber ich bin irgendein random Stufe 17er. Ich denke, da wird es ein bisschen dauern, sich dafür anzumelden, weil jetzt, seit ich in der Stadt bin, Valone, habe ich schon sehr viele High-Level-Spieler gesehen. So. Dann eine Sache wollte ich noch aufklären, diese Quest, die ich da erhalten habe, wo ich so ausgerastet bin. Die Ifrit, ich habe auch die anderen schon ein bisschen abgeschlossen, das ist wohl eher eine, ja, langfristige Quest. Diese ganzen Dinge sollen wohl, zumindest stand so im Forum, das waren Beiträge von August und so, eher bei High-Level-Mobs droppen. Von daher, ja, ich dachte so, Easy-Mode für mich, aber wohl doch nicht. Und irgendwie, keine Ahnung, da gab es auch, das muss aber nicht sein, dass das jetzt noch so ist, ein lustiges... Ach so, das ist ein offener Dungeon. Ich frag die mal... Oh, ich kann ja nicht chatten. Ah, ich kann jetzt nicht chatten. Mann, vielleicht lädt sie mich selbst ein. Oder wir kämpfen so nebeneinander einfach nur. Also, ein seltsames System bei diesen Chocobos, die man kaufen kann. Erstens irgendwie nur für Warrior. Das habe ich auch selbst gesehen. Dark Knight, Warrior und hast du nicht gesehen. Und dann zweitens Oha, die ziehen aber ganz schön das Gift hier, das deckt sich. Anscheinend habe ich jetzt kein Essen mehr, das habe ich vorhin verbraten beim Hochleveln. Ja, muss ich die nehmen. Es soll wohl so gewesen sein, dass, sagen wir mal, der erste im Server, der sich so ein Mount kauft. Oh, geht es vielleicht noch mehr? Moment, ich muss mir ansehen, was ich überhaupt hier für Quest-Items benötige. Ich bin... So. 100 von denen! Und sonst ist alles Knorke bei euch, oder? 4 Valves oder Valves. Ich muss sagen, das weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. 30 Schleimbeutel besiegen. Ja, ich werde hier mal durchsehen, aber das ist jetzt etwas doof, dass ich diese nette Spielerin da nicht anschreiben kann. Denn gemeinsam ist man weniger einsam. Dann sneake ich mich einfach durch und rede weiter. Also, was ich sagen wollte. Der erste, der am Server einen Mount kauft, zahlt 300. Dann sagen wir 400, 500. Und irgendjemand muss dann schon 300k bezahlen. Nur so als Beispiel. Und das habe ich wohl gelesen, da haben sich ein paar drüber aufgeregt. Ich weiß nicht, ob das noch immer der Fall ist. So war es jedenfalls vor ein paar Monaten. Und genau, finde ich einerseits interessant, andererseits aber auch echt mies und fies und heftig und keine Ahnung was. Was ist denn das für ein Jackpot-Loot? Was? Oh, wow, 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 wow. Alles easy, alles easy. Immer ruhig mit den wilden Pferden. So, wieso haben die so viel drin hier, die Mobs? Den Slime brauche ich sogar, ich kann doch nicht alles mitnehmen. Was wollt ihr von mir? Oha, beziehungsweise mit der Leertaste kann ich das ja machen. Da werde ich ja morgen nicht fertig. So, ach so, Valve. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das auf Deutsch heißt. Gewinde? Nö. Keine Ahnung, so, unsichtbar machen und hier vorbeisneaken. Das ist jetzt erstmal, so wie ich das geplant habe, das vorletzte Video. Und im letzten werde ich noch auf Level 20 hochleveln und dort dann eine Klasse wählen. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, wofür ich mich entscheiden werde. Man kann sich schon im Vorhinein ansehen, was die bei ihren Bäumen dann bekommen werden. Drei Bäume jeweils und die Assassine oder der Assassine, ich weiß das nie, wie man dazu sagt, bekommt auch hier drei Bäume. Genau. Das heißt... Hier kann ich dann wählen. Und das könnte noch interessant werden. Interessant werden. Ach so. Keine Ahnung, was da war. Ach so, weil ich noch vergiftet war. Ja, wie nervig ist das denn?
Alle 2 Sekunden bekomme ich Schaden und dadurch bricht meine Unsichtbarkeit. Ja, ja, das kenne ich noch aus anderen Spielen. Das ist so nervig. Sehr, sehr, sehr nervig. Aber irgendwie, ich muss das Spiel echt loben. Ich weiß nicht, aber hier so an diesen Röhren entlang gehen. Und das macht echt was her. Also das, die Atmosphäre ist ganz schön cool, wenn es da nicht immer eine Person gäbe, die da reinredet und ihre Kommentare schiebt. Wenn man sich echt mal auf die Musik konzentriert und hier mit einer Gruppe zockt. Ja, das macht schon was her. So, wo muss ich lang? Wo sind die anderen von diesen? 1, 2, genau. Die möchte ich nämlich erstmal einsammeln. Geh weg von mir. Man kann mit der mittleren Maustaste, also mit dem Mausrad, wenn man das drückt, stellt die Kamera immer auf Norden oben. Sprich, dass es genauso ist wie auf der Minimap. So, und ich laufe auch falsch. Das ist nicht so fein, aber Moment, ich laufe jetzt einfach weg und danach unsichtbar. Wenn sich das ausgeht, das werde ich mal ausprobieren jetzt. Oh, da hinten war eine Spielerin. Wo bist du? Können wir gemeinsam? Ach, das ist so ärgerlich, dass ich nicht chatten kann. Oder soll ich es riskieren? Random einladen. Alt F4 schon wieder. Das ist eine coole Gilde, die sehe ich schon häufiger. So, oh, das ist ja auch fies. Das mache ich nicht. Ich mache mich unsichtbar und der greift dann den an. Da kann ich ja Spieler trollen. Level 60. Was machst du hier? Meine Damen und Herren, ich stelle vor, einen Level 60er. Mit Begleiter. Was zur Hölle macht der in den Katakomben? Ich meine, okay, ich war auch immer Max-Level noch in den ersten Zonen. Warum auch immer, aber ja, ich würde mal sagen, ziemlich nett hier. So einen Spieler zu sehen. Genau, was ich noch gesehen habe, dieser Buff da, Rest oder so, XP mal 2. Es gibt auch Rested XP, das heißt, man lockt sich aus für, keine Ahnung, 10 Stunden, lockt sich wieder ein und die nächsten XY-Mobs sind dann mit doppelten Erfahrungspunkten belohnt. Das ist so ein Mechanismus, dass auch, ich sag mal, wenig Spieler ein bisschen schneller bei den Hardcore-Gamern hinterherkommen. Also diese Viecher haben eine krasse Aggro-Range. Die werden, glaube ich, auch von den anderen wachgerufen. Wenn ich jetzt einen anderen Käfer besiege, dann schreit der: zu Hilfe, so helft mir doch, Robin. Jo, so in etwa. Da unten das letzte. Kann in diesen Fässern auch was sein? Barrel. Diese Barrels. Manche Leute haben eine Phobie dagegen. So, wo muss ich hin? Diese Quest wäre mal erledigt. Und jetzt habe ich noch so lustige Dinge wie 100 Mobs abfarmen. Ist natürlich sehr geeignet im Video. Und diese Efrid noch. Das müsste ich mal ausblenden. So, 15 Mushrooms. Die Quest ist aber nicht hier. Hätte ich nur noch diese 100 Mobs. Ich werde eine Runde drehen. Könnte es hier wohl einen Endboss geben? Oh, 2. Ebene. Ach so, ich komme hier nicht durch. Ich denke mir schon die ganze Zeit, aber mal ehrlich. Hier komme ich nicht durch. Dieser Realismus, ja. Viel zu realistisch, diese MMOs. Woher soll ich das ahnen? Okay, hier auf der Karte ist es eingezeichnet, dass man da nicht durch kann. Aber gut, Fledermäuse unsichtbar machen. Und sie sehen mich nicht. Wer hätte das gedacht? Stufe 18 schon. Bam, One-Shot. Ha. Was willst du von mir? Was ist das? Pipistrelle Blood. Was auch immer ein Pipistrelle ist. Jedenfalls ist mein Inventar schon wieder voll. Was mich peripher tangiert. Aber trotzdem nervig ist. Pink Slime. Was kann der? Element Wasser Level 3. Das heißt, mit meiner Feuerwaffe werde ich da nicht allzu gut gegen diesen Mob ankommen. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin ja gleich in der 2. Ebene. Sehe mir da die Karte an. Kann ich das jetzt schon machen? Nö. Ist noch nicht verlinkt. Eventuell muss ich dort erst mal gewesen sein. So, jetzt mal Achtung. Boah, du siehst mich nicht. Nö. 3, 2, 1,
Und schnell durch. Down to floor 2. Jetzt muss ich mir mal einen Energietrank gönnen. Sugar, Zucker, perfekt. Ja, so sieht mein Zucker zu Hause auch immer aus. Wie ein Stück Brot. Also, was gibt's denn hier? Oh, noch einen dritten Stock. Da darf ich dann aber nicht sterben, denn dann muss ich alles nochmal machen. Jo, da kann ich auch verstehen, warum man hier 100 von diesen Mobs besiegen muss. Oder 30 Schleim-Mobs. Ich werde auf jeden Fall noch hier weiter durchlaufen. Und zwar so, like a boss. Irgendwie, ich bin total der Fanatiker von sowas. Interface ausblenden, paar Screens machen. Wozu? Keine Ahnung. Weiß ich selbst nicht. So, Bombe und bam. Dann die auch noch einfrieren und den Schleim kann ich nicht einfrieren oder war ich zu weit weg? Weiß ich jetzt nicht. Könnte aber natürlich auch sein, dass manche Kreaturen immun gegen diverse Dinge sind. Würde ja nur Sinn ergeben. So, wo könnte ein Boss lauern? Ich bin auf der Suche nach Bossen hier, oder? Wie ist das schneller? So oder so. Am besten nicht Google Maps fragen. Ich bin irgendwie... Ich sehe mir alles immer auf Google Maps an, aber wurde schon einige Male enttäuscht. Die Geschichte habe ich schon mal erwähnt, aber ich... was ist das denn? Will ich das haben? Ich kann es sowieso nicht haben. Weg damit. Das ist alles Trash-Loot und das ist zum Verzaubern. Das steigert die Chancen. Und diese Perle bringt 1000 Gold. Cool. Genau, also ich habe um 23.50 Uhr oder so eine Route nachgesehen auf Google Maps. Oh, das ist irgendwie so ein Mini-Boss. Ich treffe auch gerade sehr wenig gegen den. So, unsichtbar. Hinter ihn. Und bams. Schöner Crit. Oder war das Crit? Ich denke schon. So. Also, um 23.50 Uhr habe ich nachgesehen nach der Route. Fahr da so hin. Aber wenn ich um 0 Uhr... eins nachgesehen hätte, hätte er schon gesagt, nö, du darfst hier nicht fahren, weil da darf man am nächsten Tag nicht fahren, am Wochenende. Und ja, ansonsten auch, wenn man am Handy nachsieht über die App, schlägt eine andere Route vor als am PC. Und irgendwie, keine Ahnung, aber trotzdem. Wow, 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 Level 25. Was ist denn los mit dir? Schnell weg. Ja, warum... Was ist da los? Kommen da jetzt nur noch solche Mobs? Oder war das irgendwie so ein random Boss? Habe Angst. Die Musik macht's nicht gerade besser. Nicht gerade besser. Unsichtbar, unsichtbar. Das wäre so wunderbar. Gift, Gift. Ich habe keine Tränke mehr. Yo, das war's wohl. Wieso ist dann so ein krasser Levelanstieg? Die waren Stufe 14 am ersten Stock. Jetzt verstehe ich auch, warum der Level 60er hier ist. Vielleicht kann man sogar im dritten Stock und dann noch weiter und noch weiter. Keine Ahnung. Ja, das war mein Abenteuer hier. Schade, dass es nicht länger anhielt. So, was bist du? Stufe 11. Und schon in einer Gilde. Woher kann man da einfach so... beitreten. Hallo, Taste G. Ich kann das nicht mal noch öffnen. Ach so, weil ich in keiner bin wahrscheinlich. Freunde. Ah, genau, das ist die Spielerin, mit der ich diese lustige Quest erledigt habe. Und wo habe ich die Quest angenommen? Ich habe ja was abgeschlossen hier. Ah, okay, da muss ich hier zum Kardinal oder so. Jo, das heißt, das waren jetzt mal die Katakomben. Ein offener Dungeon mit schwerwiegenden Folgen. Und ich habe jetzt noch 3 Level-Ups vor mir. Dann melde ich mich zurück als Assassine oder was gab's noch? Dieb, oder? Ah, falsche Taste. Genau, Dieb oder Assassine. Bin schon gespannt, was ich da nehmen werde. Und dann würde ich sagen... geht es einfach beim nächsten Mal weiter.